Bewegte Pause, Kraft und Stabi. Stabi steht für Stabilität. Hier geht es um die Stabilität und Kraft des Oberkörpers. Wir sitzen viel, die Muskulatur verkürzt. Wir wollen jetzt in bewegter Pause Muskulatur trainieren, eine gerade Haltung bekommen und so auch Verletzungen vorbeugen. Bewegte Pause gibt es auch Muskulaturtraining für die Beine. Wir zeigen euch jetzt Übungen zum Thema Kraft, Stabilität für den Oberkörper. Wir haben euch schon so ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt auch eine Matte zu Hause. Wir ziehen jetzt unsere Schuhe aus, Tim. Genau. Gehen einfach mal auf die Matte. Du darfst gerne die erste Übung zeigen, wenn du magst. Ja, klar. Ich zeige euch heute den Superman. So heißt die Übung. Da geht man runter auf den Boden, legt sich auf den Boden und versucht, seine Arme und seine Beine auszustrecken und ein paar Sekunden zu halten. Wir müssen die Arme und Beine gleichzeitig nach oben nehmen? Genau. Okay, und der Kopf guckt immer schön Richtung Boden, ne, dass der Nacken nicht so wehtut. Genau. Und halten. Sollen wir mal ablegen? Ja. Yep. Okay, und mal ausschütteln. Oh. Das ist echt anstrengend. Ja, yep, das ist wirklich anstrengend. Machen wir nochmal? Ja. Yep. Das heißt wieder beides. Genau, Arme beides. Und Beine gestreckt genau. Halten und nach oben nehmen. Genau. Das ist ja cool. Und wieder absetzen. Letzte Runde? Ja. Yep. Und nochmal hoch. Und absetzen. So, als zweite Übung richten wir uns wieder auf. Da zeigen wir euch jetzt Liegestütze. Ich werde die vereinfachte Version machen und der Tim macht die richtigen Liegestütze. Das heißt, wir gehen nach vorne. Hände sind unter den Schulterblättern, so breit wie die Schultern. Und wir gehen nach unten. Kommen wir nach oben. Der Tim kann das richtig gut. Genau. Super. Einer noch? Mhm. Okay. Und wir kommen wieder zurück. Das war super. Schütteln wir mal die Arme aus, weil die haben jetzt echt zu tun gehabt. Weil die dritte Übung geht es jetzt auch nochmal um die Arme und um den gesamten Körper. Und zwar gehen wir jetzt nach vorne, stützen uns auf die Unterarme. Die Beine werden ausgestreckt und wir halten. Der Körper sollte gerade stabil sein, Bauch einziehen, also keinen Rundrücken machen. Genau. Schön gerade und atmen. Kopf ist nach unten gerichtet und wir halten. Sehr gut. Und wir lösen mal. Können wir die Arme ausschütteln? Ist ganz gut, genau. Okay. Eine Runde machen wir noch. Nochmal die Arme aufstützen, Füße wieder aufstellen und Körper nach oben und Bauch einziehen und Anspannung. Atmen nicht vergessen, Kopf schaut zum Boden. Genau. Ist ganz schön anstrengend. Ich hoffe, ihr macht mit und ihr habt Spaß dran. Alles gut bei dir? Ja. Und wir lösen. Und wir schütteln aus. Das ist super. Dann können wir uns wieder aufstellen. Ja, und wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.